So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu First Empires. Ich habe euch heute noch ein Spiel mitgebracht, Kitara. Das ist vom gleichen Autor. Wir haben First Empires gespielt. Ich hatte schon ein paar Mal auf dem Tisch und irgendwann haben wir auch ziemlich lange darüber diskutiert. Ich habe mal geguckt, was der Autor noch so gemacht hat und habe dann festgestellt, ich habe auch Kitara hier noch rumliegen, was ich bis dato noch nicht gespielt hatte. Und die beiden Spiele sind sich schon sehr ähnlich. Wenn man die Regeln liest, dann merkt man, okay, das sind beides so Area-Control-Spiele. Hier haben wir noch so eine Ziff-Mechanik drin, wo man noch auf Leisten hochgeht und hier ist das Ganze eben gesteuert und das bringt teilweise ein bisschen viel Zufall rein. Das ist durchaus ein schönes Spiel für Familien-Plus-Spieler, ganz leichte Kennerspieler, dauert so ungefähr eine Stunde, wenn man es kann, geht es auch ein bisschen schneller. Und Kitara macht vieles ähnlich, dazu werde ich ein eigenes Video machen, aber es hat eben keine Würfel, sondern eine Kartenmechanik, wo wir eine Kartenauslage haben, wo wir uns dann quasi jede Runde neue Karten nehmen können und damit quasi unsere Fraktionen aufbauen können. Das ist dadurch ein bisschen taktischer, besser planbar als das hier, wo ich halt immer ein bisschen gucken muss, was machen die Würfel, ne? Das ist natürlich für manche Leute auch ein bisschen toller, weil die sich gar nicht so sehr da reinfuchsen wollen, wie sie es bei Kitara eben tun müssten. Und in dem Video fokussieren wir uns mal auf First Empires, aber wie gesagt, das Video zu Kitara wird auch verlinkt. Und guckt euch, ne, wenn ihr jetzt sagt, hier ein bisschen zu seicht vielleicht oder ein bisschen zu random, schaut euch das Video zu Kitara an. Das ist eine ganz gute Alternative, wenn man ein eher locker leichtes, also nicht von den Regeln her komplexes Area-Control-Spiel sucht, das man so in bis zu einer Stunde spielen kann. Fangen wir einfach mal an mit First Empires. Das ist das Spiel einmal aufgebaut. Ich mag auf jeden Fall schon mal diese kleinen Pappschachteln, die dabei sind, wo einfach die Komponenten für alle Mitspieler reinkommen und es gibt dann eben auch ein schönes Inlay dafür, wo alles toll reinpasst, alles seinen Platz hat. Wenn das auch noch aus nachwachsenden Rohstoffen wäre, wäre das natürlich noch ein bisschen toller. Die Karte sieht so ein bisschen aus wie bei Cthulhu Wars und wenn wir uns hier mal die Rückseite angucken, dann sehen wir da, dass wir halt, ne, für mehr Personen nochmal einen anderen Spielplan haben. Wenn da Zahlen draufstehen, ne, die hier kommen bei 5 Spielern, also wenn wir zu 4 spielen raus, die hier kommt raus, wenn wir nur weniger als 4 Spieler sind, also zu dritt ist die Karte dann schon mal deutlich kleiner und für 2 Personen gibt es halt hier diesen extra Spielplan. Normalerweise spielt man auch mit Gelb und Orange, aber da ich absolut rot-grün bin, habe ich jetzt mal diese Farben genommen. Das hier bin ich am Anfang und das hier ist dann der Kung Fu Panda. Und ja, der Rundenablauf ist eigentlich sehr einfach. Es gibt leider keine Übersichtskarte, aber man kriegt das eigentlich hin, wenn man einfach auch das hier so ein bisschen der Reihe nach durchgeht. Das deckt sich nämlich in etwa mit dem Spielablauf. Und zwar am Anfang gucke ich, ich habe 2 Würfel, die kann ich würfeln. Jetzt habe ich 2 Pyramiden gewürfelt. Das ist ein bisschen doof, ne? Pyramide schon mal ganz gut, weil damit könnte ich hier hingehen. Dann habe ich so ein paar aus Pyramide und Region mit Pyramide drauf. Dann würde ich auf der Pyramidenleiste eins vorgehen und eine Karte ziehen. Aber ich könnte nicht noch hier rüber gehen und dann damit auch die Pyramide aktivieren. Da brauche ich auch 2 verschiedene Regionen für. Deswegen kann ich jetzt einmal beliebig viele meiner Würfel neu würfeln. Ich würde einfach nur den hier neu würfeln. Habe jetzt leider Pech gehabt. Das kann bei dem Spiel passieren. Das ist eben dann doch mit Würfeln. Darum, Kitara ist da ein bisschen anders. Und ja, dann wäre ich mit der Phase auch schon durch. Jetzt habe ich 2 Bewegungen. Das heißt, ich könnte einmal hier hingehen und ich könnte auch theoretisch, ne, wenn ich wollte, statt hier hinzugehen, könnte ich sagen, ich gehe 1, 2 hier hin und bin dann auf dieser Insel. Oder, das sieht alles so furchtbar weit weg aus, ich könnte aber auch sagen, ich gehe 1, 2 hier hin. Oder ich könnte sagen, 1, 2, ich gehe hier hin. Also das Spielfeld sieht zwar sehr groß aus, aber alles ist eigentlich maximal 2 Regionen weit auseinander. Beziehungsweise wenn ich hier von der Insel komme, dann muss ich halt 1, 2, 3 gehen. Aber das kriegt man eigentlich schon hin. Und ich würde jetzt gerne meine Stadt verteidigen. Das heißt, ich gehe einfach nur hier rüber, habe jetzt nichts erobert. Ich könnte allerdings auch sagen, ich marschiere mal mit der 2. Bewegung hier rein und jetzt werfe ich eine von diesen Karten ab, zum Beispiel die hier, um damit, ne, halt die Funktion hier unten zu triggern und einfach den Würfel auf eine beliebige Seite zu drehen. Dann kommt nur die Karte leider raus und dann drehe ich den Würfel auf diese Seite. Ich ziehe aber leider keine Karten nach. Das mache ich nur, wenn ich hier auf der Leiste eins hochgehe. Das heißt, jetzt könnte ich gucken, ich habe hier ein paar aus Würfel und passender Region, also gehe ich hier voran, habe jetzt schon mal 3 Punkte gemacht und würfel gleich 3 Würfel und ich habe hier ein paar aus Würfel und passender Region, also gehe ich hier eins voran und ziehe dann schon mal eine Karte nach. Das ist doch gar nicht so schlecht, da gibt es auch mal mehr Punkte. Ich gründe gleich irgendwann eine Stadt und das wäre jetzt auch schon mein ganzer Zug. Das heißt, ich wäre durch, würde die Würfel an den Kung Fu Panda geben und der hat jetzt eben auch am Anfang nur 2 Würfel. Das heißt, er würfelt. Oh, so ein Schwert ist zur Eroberung gar nicht so schlecht, weil normalerweise, er hat ja 3 Bewegungen, er könnte sich mit 2 Figuren hier reinbewegen, hätte mich dann erobert, würde mich hier vertreiben und ich würde dann einfach in ein Gebiet zurückgehen, wo ich schon bin. Und mit so einem Schwert, das ersetzt einfach einen Eroberer, da könnte es auch schon nur mit einer Person machen, aber vielleicht will er noch gar nicht erobern, er möchte lieber auch seine Würfel weiterentwickeln und mal gucken, was noch so kommt. Ein Pferd,
ist noch ein Träumchen. Das heißt, er könnte sagen, okay, er bleibt einfach mal hier mit den beiden. Er hat zwar drei Bewegungen, aber wäre nur in dieses Gebiet hier, weil er jetzt, ne, das einmal benutzen kann und das einmal benutzen kann. Und er möchte schon gerne seine Stadt so ein bisschen verteidigen, damit ich da nicht gleich reinmarschiert komme, und lässt deswegen die beiden Leute einfach hier in der Region. Und dann wird er eben auch schon auswerten. Das heißt, hier wird er jetzt eben einfach auf dieser Leiste eins vorgehen, hätte noch nicht mehr Bewegung. Ne, die Abstände sind ja immer unterschiedlich. Hier müsste noch ein vorgehen, um vier Bewegung zu bekommen, und hier geht aber jetzt auch ein Feld voran und hat jetzt drei Würfel in der nächsten Runde, hat aber noch nichts erobert. Das passiert vielleicht in der nächsten Runde. Ne, eine Karte habe zur selben Zeit mindestens zwei Städte auf dem Spielplan, die hat er jetzt noch nicht, könnte aber gleich hinbekommen. Schauen wir mal. Das heißt, ich wäre jetzt dran, ne, würde hier den Marker dementsprechend vorbewegen, und dann würde ich jetzt eben drei Würfel werfen, hätte aber nur einen Neuwurf, heißt aber, ich könnte alle neu werfen, nur ein oder zwei, ich kann das auch mal beliebig ändern, aber ich könnte jetzt halt die beiden einmal neu werfen oder alle drei oder gar keinen, da muss ich halt gucken, was ich gerne möchte, und das hier ist gar nicht so schlecht. Hier vielleicht erobern können, ist auch nicht so schlecht. Mehr Bewegung will man eigentlich immer haben, aber das ist irgendwie noch so ein bisschen doof, weil ich könnte hier nicht mal reinmarschieren, aber dafür bräuchte ich mehr Bewegung. Also sage ich, das lasse ich doch mal, und beim Rest gucke ich doch einfach mal. Ich möchte auch gerne einfach hier rüber, und jetzt hoffe ich mal, dass ich vielleicht noch eine Pyramide würfel. So ein Angstsymbol. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich gehe hier für eins rüber und hier für die zweite Bewegung. Und das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich mich entscheiden, ne, weil ich könnte jetzt hier rüber gehen oder hier rüber gehen. Aber dann, ich kann auf jeden Fall nicht alle drei Würfel benutzen, weil dafür die Felder zu weit auseinander sind. Ne, hier würde ich gerne bleiben, um mehr Figuren zu haben. Mehr Bewegung, damit mir sowas nicht normal passiert, wäre gar nicht schlecht. Also gehe ich hier rüber, dann muss ich den Würfel leider verfallen lassen. Und jetzt gucke ich wieder. Ne, ich habe hier so ein paar aus Gerste und entsprechendem Feld. Also gehe ich hier jetzt nochmal ein Feld voran, bekomme dadurch zwei neue Eroberer. Gehe also einmal hier hin und vielleicht einmal hier, um gleich flexibel reagieren zu können. Die kann ich immer irgendwo da reinstellen, wo ich gerade bin. Hier bekomme ich jetzt noch eine Bewegung mehr. Die kann ich natürlich nicht nachträglich auslösen und den jetzt noch irgendwie irgendwo anders hin bewegen, sondern ne, das ist, die Phase ist quasi vorbei. Dann könnte ich jetzt noch überlegen, ob ich wieder eine Karte abwerfen möchte, um hieraus vielleicht eine Pyramide zu machen, aber halt eine Karte abzuwerfen, um eine neue Karte zu bekommen und damit auch so eine Stadt auf den Spielplan zu bringen, die Kung Fu Panda vielleicht erobert, das wäre vielleicht ein bisschen doof. Also wäre der Zug jetzt durch, und jetzt hätte halt auch der Kung Fu Panda, mal gucken, ob der jetzt erobert. Ah, so ein Würfel hier ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So ein Schwert ist auch eigentlich ganz toll. Er hat ja drei Bewegungen, einen Neuwurf, er guckt einfach mal. Ja, das wird er nicht hinbekommen, wobei er könnte ja eins, er hat jetzt interessante Optionen. Er könnte nämlich jetzt sagen, dass er erstmal 1, 2 hier rüber geht, um dieses Paar gleich auszulösen, dieses Paar gleich auszulösen. Kann aber nicht noch hier rüber erobern, weil dann fehlt ihm auch wieder eine Bewegung. Er müsste den irgendwie hier rüber bekommen. Jetzt kann er überlegen, ob er mich hier vertreibt oder lieber zwei Fortschritte auf der Würfelleiste machen möchte. Und was will ihr tun? Natürlich mehr Würfel gleich mehr gut. Das heißt, er sagt, er lässt das mal so, erobert mich noch nicht, weil er ein netter Dude ist. Und dann geht er einfach hier, naja, zwei verschiedene Regionen mit jeweils dem Symbol, zwei Schritte vor. Muss jetzt aber eine Stadt platzieren, nimmt dann halt die entsprechende Stadt von der Leiste, darf sie nicht hier reinlegen, legt sie jetzt also auf jeden Fall mal hier rein, und ja, dann war es das auch schon wieder eigentlich. Er könnte jetzt noch sagen, stopp, hier, ich habe die Karte geschafft, dass ich zwei Städte auf dem Spielplan habe, dafür gibt es drei Punkte am Spielende, legt er hin, er zieht aber nicht gleich eine Karte nach, und dann wäre die Runde auch schon wieder zu Ende, dann wäre ich dran, und jetzt zeige ich einfach mal, dass wir immer erobern, wenn ich das dann würfel. Na, guck mal, das klappt doch wunderbar hier. Die beiden sollten auf jeden Fall reichen, da er eigentlich ganz gut verteilt ist. Na, vielleicht lasse ich das mal lieber so. Ich habe auch schon drei Bewegungen. Gucken wir, was ich hier noch habe. So ein Angstsymbol. Jetzt kann ich halt überlegen, was ich mache. Ich könnte natürlich sagen, dass ich jetzt mit der ersten Bewegung hier reingehe. Ne, normalerweise 1-1 wird nicht gehen. Ich habe aber zwei Würfel. Deswegen ist das für mich eigentlich ganz gut, weil jetzt habe ich hier zwei Eroberer gegen einen. Und er muss jetzt irgendwo hin, wo er schon ist. Ne, er könnte das auch benutzen, um hier hin zu gehen, damit eine Bewegung zu sparen. Er geht aber natürlich hier hin, um die Geschichte zu verteidigen. Und jetzt kontrolliere ich die Region, ich bekomme also die Stadt, ohne sie mir anzugucken, habe jetzt schon mal Punkte gemacht, und dann könnte ich halt mit der zweiten Bewegung noch hier rein marschieren. Ich habe nämlich ja
zwei Schwerter, also insgesamt drei Eroberer, also würde ich das hier auch noch erobern. Er würde sich hier zurückziehen, ich würde auch diese Stadt bekommen, das wäre natürlich ein super guter Start für mich. Und ich habe ja auch noch eine dritte Bewegung, also könnte ich noch hier rüber gehen mit einer Einheit und würde jetzt auch noch auf dieser Leiste hier vorangehen. Und das wäre schon mal eine echt gute Runde, so einfach funktionierende Eroberung. Na, Kung Fu Panda könnte jetzt auch dann eben gleich vier Würfel werfen. Ich könnte schon mal gucken, na, die gegnerische Startregion kontrolliere ich. Na, die habe ich ja zwischendurch mal kontrolliert. Immer wenn ich sie irgendwann erfülle, kann ich sagen, hier habe ich kontrolliert, war ich gerade drin. Ich bekomme auch dafür jetzt die Punkte. Ne, leg die Karte auch offen hier hin. Ne, darf auch natürlich keine Karte nachziehen. Erst wenn ich hier auf so einem Pyramidenfeld mich weiterentwickle. Und dann wäre der Kung Fu Panda wieder dran. Könnte viermal würfeln, einmal neu würfeln. Könnte sich drei Felder weit bewegen. Darf vielleicht auch noch eine Karte nachziehen. Will hier auch mal hochgehen. Und das spielen wir halt, bis hier die Runden vorbei sind. Wir vielleicht noch Punkte gescored haben. Wir dadurch Karten nachgezogen haben. Oder wir einfach ganz viele Städte erobert haben. Man will ja hier auf diesen Leisten auf jeden Fall vorangehen. Weil das gibt nur hier auf der Leiste zum Beispiel richtig fett Punkte auf der Bewegungsleiste. Ja, das Problem ist natürlich, dass du dann automatisch irgendwann diese Städte bauen und die halt einen Spielplan bringen und dann kann der andere halt die oder irgendwann anders, wenn wir mehr Leuten spielen, können die Leute die halt erobern, kriegen dafür auch Punkte, aber das will das Spiel halt. Das Spiel bringt einen immer voran, das sorgt dafür, dass man immer so ein bisschen offensiv ist, dass es nichts bringt, wenn man sich irgendwie einigelt und nur in seiner Region bleibt, weil da kann ich mich halt nicht ausbauen. Ich muss mich bewegen und es war auch in sehr, sehr vielen Partien so, dass das irgendwie am Ende vielleicht sogar so aussah, dass wir also dann hier irgendwie unsere Figuren hatten und wir gar nicht mehr da waren, wo wir am Anfang waren. Man muss sich auch so ein bisschen davon verabschieden, dass das hier oder das hier jetzt so meine Heimatregion ist und ich die für immer haben muss, sondern nur die wird halt irgendwann mal erobert werden. Ich werde da wahrscheinlich irgendwann mal rausgehen, mich ein bisschen aufsplitten und dieses Element, dass man halt, ne, wenn man so einen Angriff auslöst und hier vielleicht irgendwie, da, oder, ne, wenn dann eine Stadt drin wäre, die ich erobern würde und ich sage, komm, jetzt laufe ich hier rein und ich habe so viel Bewegung, danach kann ich da noch reinlaufen und der Kung Fu Panda aber einfach sagen kann, nö, ich ziehe mich jetzt mal hier hin zurück und bam, schon kommst du da mit deinen drei Leuten oder auch mit deinem ein Schwert nicht mehr rein. Das ist auch noch eine ganz nette taktische Überlegung. Nur die Karten hier haben alle möglichen Effekte, wenn wir uns die hier mal angucken. Kontrolliere fünf oder mehr Regionen mit insgesamt 10 Entdeckern. Zu zweit schon relativ hart, aber zwei gegnerische Städte in einem Zug, das kann man auch planen. Erhöhe deine blaue Leiste in einem Zug um zwei Felder. Ne, kontrolliere drei aneinander angrenzende Regionen. Ne, ich muss halt die Karte erstmal haben, das ist nicht so schwer zu erfüllen, gibt auch nur zwei Punkte. Habe drei Karten auf der Hand, inklusive dieser. Ne, wenn ich weiß, dass ich die Karte im Deck habe, lohnt es sich natürlich auch ein bisschen auf diese Pyramiden zu gehen, die sonst vielleicht gar nicht so wertvoll erscheinen. Oder kontrolliere zwei grüne Pyramidenregionen. Da hilft es natürlich ein bisschen, wenn man die Kartendecks kennt, weiß, was da drin ist und dann auch so ein bisschen darauf spielen kann, um darüber halt auch Punkte zu machen. Ihr seht das schon, ne? Wenn man hier ganz nach oben kommt, 17 Punkte, 27 Punkte und hier vielleicht noch irgendwie bis zu 7. Man kriegt schon ein paar Punkte zusammen, aber wenn man die Sachen hier halt erfüllt, kann man darüber auch nochmal gut Punkte machen. Man kann auch immer nach der Bewegungsphase eine von diesen Karten abwerfen, um aus einem von diesen Würfeln ein Schwertsymbol zu machen und damit halt besser zu erobern. Aber dann habe ich halt die Karte auch nicht mehr, um danach ein Joker-Symbol draus zu machen, um damit den Würfel an die Region anzupassen, wo ich bin. Oder aber auch, um halt einfach die Punkte dafür zu bekommen. Da muss man wahrscheinlich ein paar Partien spielen, bis man abschätzen kann, was sich da am ehesten lohnt. Na, wenn wir uns hier mal die anderen Tableaus angucken, dann sehen wir, dass da auch durchaus Unterschiede bei sind. Na, hier zum Beispiel gibt es 17 Punkte, hier 15 Punkte. Dafür ist hier die Würfelleiste ein bisschen toller und da haben wir hier den höheren Sprung, weil es hier dann eben einfach graduell hochgeht und ansonsten sind die schon relativ ähnlich, wobei er hier auf bis zu 5-mal neu würfeln kommen kann oder sie und das können die beiden halt nicht. Das heißt, da ist schon so ein kleiner Unterschied drin, der jetzt aber nicht so wirklich riesengroß ist. Und ja, das ist einmal First Empires. Ich habe auf jeden Fall Mitspieler in meinen Runden, die sagen, das ist ihnen viel zu banal, viel zu zufällig, man weiß gar nicht, was man würfelt, man kann nicht wirklich planen. Ich muss halt warten, bis ich dran bin, gucken, was ich würfel und dann entscheiden, ne, auch wenn ich jetzt vielleicht nur einmal neu würfeln am Ende habe, dann ja, würfel ich halt einmal mit meinen Würfeln, guck dann genau, was sind meine Optionen, was kann ich machen, wie kann ich mich auch aufstellen, wenn ich dann angegriffen werde nach meinem Zug, wie kann ich mich zurückziehen, um vielleicht meine Städte zu verteidigen und sagt, das ist natürlich erstmal viel Zufall, weil ich würfel und ne, ich bin dem völlig ausgeliefert, weiß nicht, was da passiert. Ab da, wo ich aber einmal gewürfelt habe, kann ich hier genau den Spielplan analysieren, kann gucken, auf welchen Leisten bin ich, wo will ich vorangehen, welche Optionen habe ich, welche Optionen haben meine Gegner möglicherweise und kann dann halt auch genau überlegen, okay, lohnt es sich jetzt nochmal neu zu würfeln oder kann ich hier mit irgendwas anfangen? Natürlich, wenn ich auf dieser Leiste nicht vorangehe und diese Angstsymbole so ein bisschen ignoriere
oder sie einfach nicht würfel, dann bin ich natürlich sehr dem Diktat der Würfel ausgeliefert. Wenn ich hier natürlich auf dreimal neu würfeln bin, dann kann ich natürlich schon relativ gut, also das heißt gut steuern, aber dann habe ich auf jeden Fall höhere Chancen, das zu bekommen, was ich möchte. Aber es bleibt am Ende des Tages auf jeden Fall noch ein Würfelspiel, wo ich auch nicht genau weiß, welche Karten ich auf die Hand bekomme. Es hilft natürlich auch hier zu wissen, welche Karten generell im Deck sind. Aber klar, ne, das Spiel das erste Mal spielen, dann macht es keinen Sinn, sich das Ganze vorher anzugucken. Spielt da lieber 2, 3, 4 Partien, und wenn ihr das gemacht habt und ihr dann mal irgendwie die Fraktionen wechselt, guckt euch einmal vielleicht kurz das Deck an, wisst ihr, welche Karten da drin sind, welche Karten kommen können. Das belohnt auf jeden Fall auch häufigere Spielen, aber es bleibt halt eher auf der seichteren Seite, dauert zwar trotzdem so seine 60 Minuten, nur zu zweit, wenn ihr es könnt, seid ihr auf jeden Fall ein bisschen schneller. Wie gesagt, man ist schon dazu geneigt, offensiv zu sein, es hilft nichts irgendwie immer, sich nur einzuigeln, man will ja auf diesen Leisten vorangehen, aber auch da, wo ich jetzt genau vorangehen kann, hängt halt so ein bisschen von diesen Würfeln ab, aber auch bei den Karten halt zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht eine Karte aus, um auf der Leiste voranzugehen, wo ich einfach nur eine Karte nachziehe, wobei das kann man auch machen, dann bekomme ich halt dementsprechend die Punkte dafür. Es lohnt sich aber bei keiner Fraktion wirklich, ich habe gerade mal geguckt, die bekommen da alle maximal 13 Punkte für, aber auch hier ist natürlich die Verteilung, wenn man wie Karten nachzieht, nochmal ein bisschen anders. Das mit dem Bewegen ist nicht unwichtig, das mit dem Neuwürfen wird oft unterschätzt. Ich habe auch schon Partien erlebt, wo Leute auch echt wenig Personen auf dem Spielplan hatten, aber trotzdem auch abhängig davon, wie die anderen gespielt haben, dann echt viele Punkte gemacht haben. Man kann sogar mit nur 3 Personen das Spiel gewinnen. Ob das auch in Profi-Runden geht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es hier auch mal Profi-Runden geben wird, aber ich habe auch aus meiner Community schon Feedback bekommen, dass das Ding halt natürlich ein bisschen locker leicht ist, man einfach nur würfelt, guckt, was kann ich machen, dann auf Leisten vorangeht, aber wenn man das eben vorher weiß, dann kann das durchaus spaßig sein und kann es eben sein, dass ihr dafür die richtige Zielgruppe habt. Wenn ihr euch jetzt natürlich hier so ein richtiges, hart, krass planbares Area-Control-Spiel vorstellt, dann wird das vielleicht eher nichts für euch sein. Dann könnte Kitara was für euch sein, wenn ihr halt was sucht, was ihr so in einer Stunde ungefähr spielen könnt, wenn ihr es nicht mit totalen Grüblern spielt. Also guckt da auch gerne mal in das Video rein. Und das war jetzt einmal First Empires. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was es über das Spiel zu wissen gibt. Wenn es noch Fragen gibt, gerne einmal unter das Video in die Kommentare. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch gerne morgen wieder ins nächste Video rein. Das war's von mir. Bis bald und tschüss. Thank you.